Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon-Livestream. Wuhu! So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das wird nämlich jetzt eine besondere Folge. Und zwar müssen wir jetzt erstmal wieder mit der Steuerung vertraut werden. Ich habe schon länger nicht gespielt. Wir gehen ins Pokémon-Center. Dann muss ich erstmal meine ganzen Pokémon ablegen. So nicht. Ja, wir legen alle Pokémon ab. Einmal ablegen. Einmal ablegen. Kann man eigentlich alle Pokémon ablegen oder bleibt immer eins da? Ach, genau den. Ja, okay, ich muss noch mal kurz was. Das macht der Mod für mich. Okay, ein Pokémon muss ich da lassen. Nichts freilassen. Da lassen. So. Dann. Ach. Nehmen wir Pokémon wieder mit. Pokémon mitnehmen? Ja. Ich möchte Pokémon mitnehmen. Danke. Und zwar die hier. Ein Evoli. Noch ein Evoli. Ups, ich habe jetzt, glaube ich, das falsche Evoli mitgenommen. Noch ein Evoli. Noch eins. Und das letzte. Hey, dann fehlt aber eins. WTF, was geht hier los? Super vorbereitet übrigens. Ja, ich bin wieder von mir selbst total überrascht. Wie gut ich vorbereitet bin, das ist Wahnsinn. Irgendwas ist immer noch faul hier. Nein. So. Ach, warte mal. Nee, die Tür habe ich in der. So. Erstmal hier raus. So. Ist sie wo? Schopser im Titel steht Pokémon. So, wir stellen uns nebeneinander, genau. Jetzt zeige ich euch erstmal mein neues Pokémon, wofür ich ewig gebraucht habe. Das hier, ein Nachtara. So, und ich möchte natürlich auch sehen, wie es aussieht, wenn es neben mir steht. Wusch. Ist es nicht wunderschön? Einfach wunderschön. So, ich glaube, meine Pokémon sind alle männlich. Mal gucken. Männlich, 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 männlich. Ja, sind alle männlich. Okay. Und zwar, ihr dürft jetzt den Namen entscheiden, den Nachtara bekommen soll. Ich werde mir die Namen aufschreiben. Ihr könnt es auch in den Kommentaren dann reinschreiben. Und das werde ich dann später entscheiden, wer wie heißt. Das einzige Pokémon, was einen festen Namen hat, wird das Evoli sein, das ich mitnehme. Und zwar hat sich da eine Gott, mir fällt es nicht ein. Sehr treue Zuschauerin, so, hat sich den Namen Tamira gewünscht. Und deswegen heißt Evoli jetzt Tamira. Aber Nachtara hat noch keinen Namen. Und jetzt werde ich die anderen Evolis alle entwickeln. Also wir werden jetzt einen Blitzer, einen Flamara und einen Aquana gleich machen. Und da dürft ihr den Namen vergeben. Allerdings sind sie alle männlich, also bitte nur männliche Namen in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, dann beginnen wir mal mit unserer Evolutionsreihe hier. Ich stelle dich wieder neben mich. So. Und zwar werden wir. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich habe noch niemanden entwickelt. Ich glaube, ich muss in den Beutel gehen und einen Feuerstein nehmen. Feuerstein wurde ausgewählt. Einsetzen. So. Einmal Evoli, bitte. Hey, Evoli entwickelt sich. Und wir haben ein Flamara. Yay!
Schön. Dann werden wir uns natürlich Flamara gleich angucken. Das ist Pflicht. So, einmal tauschen bitte. Dankeschön. Und wie sieht Flamara aus? Ist es nicht wunderschön? Wollen wir mal von der Seite. Andere Seite. Und jetzt auch nach unten gucken wieder. Nein. So. Das wird noch hier rumrangiert. Jetzt dürft ihr alle Screenshots schießen. So, das ist Flamara. Jetzt geht's weiter. Nächster Stein. Wir haben einen Wasserstein. Den setzen wir ein. Den bekommt wieder ein Evoli. Und Evoli entwickelt sich zu... Es ist so spannend! Einem Aquana! Nein, hübsch. Glückwunsch! So, dann werden wir uns natürlich Aquana auch gleich mal angucken. Ich weiß, man kann es unnötig in die Länge ziehen, aber das ist, ich habe so lange gebraucht, um die hier zu holen. Deswegen muss ich das auskosten. So, da haben wir ein Aquana. Von der Seite. Hinten, von der anderen Seite. Und von vorne nochmal. Und jetzt das letzte Pokémon, mein Lieblings-Pokémon. Wir setzen einen Donnerstein ein und geben es wieder einem Evoli. Und hey, Evoli entwickelt sich. Und dein Evoli wurde zu einem Blitzer. So, und dann schauen wir uns natürlich Blitzer noch an. Und es kommen auch schon einige schöne Namensvorschläge. Also, Blitzer soll ich Flash nennen, das finde ich sehr gut. Die anderen Sachen finde ich nicht so gut. Mehr Jungfrau Mann und Flamara Fred Feuerstein. Aber Flash kann man machen. Flash ist gut. So. Und da sehen wir einen Blitzer. Von vorne, von der Seite, hinten, andere Seite. Wasch. Ist es nicht. Wunderschön. Wie geht's dir? Hallo? Es schaut sich gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Perfekt. Okay, das war schon mal das. Jetzt packe ich die alle wieder auf die Pokémon-Bank. Und dann zeige ich euch, wie das funktioniert, wie man das machen kann, für die, die es nicht wissen. So, erstmal muss ich natürlich wieder alle ablegen. Also, um so viele Evolis zu züchten, braucht ihr einmal einen Ditto. Und ein Evoli, ist klar, sonst funktioniert es nicht. Und dann sage ich euch gleich, was ihr damit machen müsst oder wo ihr die Sachen herbekommt. Ich möchte nur mein normales Team wieder mitnehmen. Dankeschön. So, und zwar, ihr bekommt Evoli von Bill. Ich mach mal kurz das Fahrrad rein hier. Wusch. Bill, der Gute, der... Nee, da ist er nicht. Natürlich gleich falsch gefahren. Der ist hier, in diesem Haus. Ich gehe nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Ja. Das hier ist Bill. Und von dem bekommt man ein Evoli. Einfach so geschenkt. Voll cool. Und der Gute ist in Dukatia City. Aber den kriegt ihr erst, wenn hier die Team Rocket Leute rumstehen. Vorher ist Bill nämlich noch nicht in seinem Haus. Dann bekommt ihr Ditto. Und zwar von der Route 34 hier in diesem Gras. Der ist aber selten. Heißt, ihr müsst ein bisschen rumprobieren, bis ihr ihn habt. Und dann, wenn ihr bei... Nicht im Ernst. Was? Gegen dich habe ich noch nicht gekämpft? Du versaust alles! Fukano, okay.
Ja, guck mal, ich bin Level 37, Junge. Was sprichst du mich von der Seite an? Donnerschlag, hau ihn weg. Nach Tara soll Black Shadow heißen. Bin ich auch mit einverstanden. Aber ich muss dann noch Black Shadow fragen, ob es im Recht ist. So, einmal haben wir den Mick besiegt. Dankeschön, Dankeschön, du hast alles ruiniert hier. Meine schöne Ausführung. Und zwar, wenn ihr Ditto und Eboli habt, dann geht ihr in dieses Haus. Das ist die Pension. Geht hier rein. Gibt der netten Oma da beide Pokémon. Dann spielen die hier in dem Rasen. Und dann wartet ihr ein bisschen. Ihr müsst eigentlich nur, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Schritte es sind. Ich glaube 50 Schritte. Nee, so nicht. Bitte wieder raus. 50 Schritte laufen heißt, ihr lauft einmal hier immer so zickzack oder ihr macht einfach irgendwas, haut noch ein paar Gegner um und sammelt ein paar Pokémon oder trainiert oder weiß der Kuckuck. Dann werdet ihr von diesem Opa hier angerufen und der sagt dann, ups, irgendwie was ist passiert, hol bitte dein Ei, dein Pokémon-Ei ab und dann kriegt ihr von dem Opa ein Ei. Das habt ihr, müsst ihr dann in eure Tasche packen. Also müsst ihr ein Pokémon ablegen und das Ei hier reinmachen und dann braucht das Ei auch ungefähr so... Ich habe keine Ahnung, wie viele Schritte. Es braucht ein paar Schritte. Ihr müsst halt die ganze Zeit laufen und irgendwann schlüpft es dann und dann kommt ein Eboli raus. Es kommt immer ein Eboli raus. Ob es jetzt männlich oder weiblich ist, das kann man leider nicht beeinflussen. So, dann habt ihr schon mal alle Ebolis. Ja, jetzt braucht ihr aber noch die Steine. Sonst könnt ihr ja Eboli nicht entwickeln. Und das ist ein bisschen schwierig. Und zwar kann man sich die Steine ganz mühsam und schwierig und sehr langwierig farmen. Wenn ihr auf Route 35 geht... Ups, ups, Alter, hier ausweichen. Cool, ich kann hier auch fahren. Und zum Pokathlon geht. So, und den hier müsst ihr gewinnen. Da müsst ihr einfach nur gewinnen. Das ist total egal, welche Rubrik. Ihr braucht halt Punkte. Dann sprecht ihr die nette Dame hier an. Und dann kann man seine Punkte eintauschen. Natürlich heute nicht, weil heute ist Sonntag und sie hat jeden Tag was anderes im Sortiment. Also es ist egal, welcher Tag ist. Also jeden Montag ist ein anderes Ding da, jeden Dienstag ist ein anderes Ding da. Also müsst ihr einfach gucken. Müsst ihr euren, ich weiß gar nicht, auf welche Konsole man das hier spielt, weil ich spiele es auf dem PC, auf dem 3DS, müsst ihr einfach eure Uhr vorstellen und dann könnt ihr den Tag verändern und dann könnt ihr eure Pokathlon-Münzen eintauschen gegen Feuersteine, Donnersteine, Wassersteine, Funkelsteine und weiß der Kuckuck was noch alles. Ja, so habe ich mir die gefarmt. Und das wär's, weil den Wasserstein bekommt man erst in der nächsten Region, sonst anders kommt man nicht an diese Steine. Kaufen kann man sie, also so mit echt oder Ingame-Geld kann man sich die leider nicht kaufen. Und dann kann man die entwickeln. Bei Nachtara ist das ein bisschen schwieriger und zwar müsst ihr Eboli trainieren. Und danach müsst ihr, wenn es dunkel ist, einen Kampf gewinnen und dann muss es eine Stufe steigen und dann, wenn es dunkel ist und es euch sehr, sehr gerne hat, entwickelt es sich zu Nachtara. Das Problem ist, wenn es auf Level 9 kommt, lernt Nachtara schon eine richtig coole Attacke und wenn es über Level 9 ist, dann kriegt es diese Attacke nicht mehr. Nie wieder. Und so schnell mag euch aber Nachtara nicht. Deswegen müsst ihr Nachtara mit euch mitlaufen lassen, so wie jetzt mein Sean mit mir mitläuft. Und dann müsst ihr, ich weiß nicht, 1000, 2000 Schritte mit dem Pokévieh gehen. Und dann hat es euch irgendwann lieb und hat irgendwo ein Herz drauf oder freut sich. Und wenn ihr dann ein Pokémon besiegt und es sich eine Stufe steigt, dann entwickelt sich's. Aber ich bin Stunden so im Kreis gelaufen und immer vor, zurück, vor, zurück. Das war die Hölle. Aber ich habe jetzt einen Nachtara. So. Ich habe noch was vergessen und deswegen will ich mir noch kurz was holen und zwar den EP-Teiler. Dazu müssen wir wohin fliegen? Und zwar fliegen müssen wir
Nach Rosalia City. Wo war das nochmal? Da. Nach Rosalia City. Und nochmal zu Mr. Pokémon. Wenn man Evoli einen Funkelstein gibt, dann passiert gar nichts. Der freut sich bestimmt, aber es passiert nichts. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wo der alte Opa ist. Der war, glaube ich, hier irgendwo hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Rosalia City und er müsste hier irgendwo langlaufen. Und irgendwo ganz am Ende steht seine Hütte. Ein Weberer, cool. Ich mag keine Spinnen, aber der ist irgendwie knuffig. Kriegen wir den Gefahr? Habe ich Pokebälle? Ja, ich habe 8 Pokebälle. Komm. Lass dich einschüchtern. Ich bin Level 37. Wir probieren es einfach, weil wenn ich irgendeine Attacke mache, ist es tot. Weberock? Komm schon. Ja, sicher, du Spast. Gibt's nicht. Dann krepier halt, wenn du nicht mitkommen willst. Ich habe dir eine Chance gegeben. Er will 2. Bewegt sich 3-mal und dann... Oh, das ist echt fies. Sowas ist unglaublich, unglaublich fies. Ja, komm, ich kann keine 2 Schritte gehen, ohne gleich angegriffen zu werden. Gibt's doch nicht. Ja, ratzfatz. Ich hab dich auch vermisst. Ganz doll. Ich wollte eigentlich fliehen, danke. So, wir brauchen noch Namen für Flamara und Aquana. Und wie gesagt, ich lese mir erst noch ein paar Kommentare durch und dann werde ich mich später entscheiden, wie ich alle nennen werde. Ob es jetzt bei Flash und Black Shadow bleibt, weiß ich noch nicht. Kommt auf eure Vorschläge drauf an. Ich weiß, dass... Die kleine süße Spinne wird zu einer riesigen, hässlichen, gigantischen, großen, ekligen Spinne. Aber die kleine finde ich irgendwie knuffig. Ich finde auch die... Es gibt noch eine andere Spinne, die ist aber gelb. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Und hat blaue Augen. Die finde ich auch voll süß. Nein, ich nenne Aquana nicht H2 Olga. Mm-mm. Tut mir leid. Ich möchte schöne Namen haben. Ich laufe ein paar Stunden mit diesen Pokémon durch die Gegend, weil ich möchte Kanto eigentlich mit Evoli, mit dem Evoli-Team bereisen. Und dann habe ich keine Lust, die ganze Zeit zu schreien, H2 Olga, los geht's! Da ist Flash und Black Shadow schon ein bisschen was anderes. Voltula heißt die Spinne, die gelbe Spinne. Tut mir leid, Nico. Ja, Mr. Pokémon, wir sind richtig. Geradeaus. Das ist Mobbing. Das ist voll Mobbing. Ratzfratz, hau ab. WhatsApp. Wollte ich gleich sagen, wollt ihr mal was? Okay, WhatsApp. Das war das Gelbe. Aquaman. Was habt ihr eigentlich mit Aquaman? Ich glaube, jetzt bin ich falsch gefahren. Was habt ihr eigentlich mit Aquaman? Keine Ahnung. Das heißt doch schon Aquana. Gibt's noch... Weißt du, Poseidon hätte ich verstanden oder sowas, aber nein, Aquaman. Nö. Ach, Voltula ist die Weiterentwicklung. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich das entwickeln kann. Der sieht bestimmt auch wieder hässlich aus. So, da sind wir vom Haus vom Mr. Pokémon. Den Knaben sprechen wir jetzt an. Hm? Diese Schuppe, kann das sein? Ja, die gehört einem roten Garados. Ja, das nenne ich mal selten. Ich muss sie haben. Jacob, würdest du sie mir vielleicht im Tausch gegen diesen EP-Teiler abtreten, den ich von Professor Eich bekommen habe? Ja, klar. EP-Teiler erhalten. Jacob verstaut den Blabiblub in seine Tasche. Yay, wir haben ihn, oh mein Gott. Ja, juhu, yay, wuhu. Das kann ich auch gleich mitnehmen.
Bei Pokémon Go würde ich mich freuen, wenn es so viele... Oh, ja, natürlich. Aber nicht um... Wenn es Ratzfatz ist, dann würde ich mich auch nicht freuen. Oder Zubat. Oder Taubsi. Aber ein Hutut wäre schon geil, aber das gibt's ja noch nicht. Aber Evoli, über Evoli, wenn die so kommen würden, ja, würde ich mich sehr freuen. So, jetzt haben wir den EP-Teiler geappt. Genau, und das war's eigentlich schon, was ich nachholen wollte. Jetzt geht's weiter. Wir müssen ab in den Keller.